Na, freust du dich schon auf den ersten Schultag? Boah, ja, die Ferien waren zwar nice, aber meine beste Freundin ist endlich wieder da und die war ja im Urlaub mit ihren Eltern und jetzt kommen die wieder zurück und wir können wieder Stuff machen, das wird super nice. Das wird sicher toll. Ja, ich bin auch gespannt, was wir dieses Jahr für neue Fächer haben. Dann solltest du langsam aber mal ins Bett. Alles klar, ja, mach ich. Gute Nacht, Mama. Ich konnte kaum schlafen, ich bin richtig aufgeregt. Irgendwie ist es so ungewohnt, nach 6 Wochen Sommerferien wieder in die Schule zu gehen. Ich brauche irgendein gutes Outfit. Okay, perfekt. Oh, das sieht gut aus. Ja, ich bin richtig zufrieden. Mom! Guten Morgen! Oh, guten Morgen. Nimm dir doch einen Apfel. Alles klar, mache ich. Ich mache mich dann mal auf den Weg, damit ich nicht zu spät komme. Viel Spaß in der Schule. Ciao! Oh, hi! Oh, Ronja, da bist du ja endlich. Boah, ja, ewig nicht gesehen. Ich habe tolle Nachrichten. Was denn? Die ersten 2 Stunden fallen heute aus. Oh mein Gott, so lucky. Oh, dann hätten wir auch ausschlafen können. Naja, hast du Lust, Kaffee trinken zu gehen? Ja klar, ich habe gehört, gegenüber soll der neue Laden aufgemacht haben. Let's go! Das ist richtig nice, dass er direkt neben der Schule aufgemacht hat. Honestly, lass uns einfach die ganze Zeit hierher kommen, okay? Wir haben noch super oft Freistunden. Ich habe das Gefühl, die eine Lehrerin simuliert manchmal ein bisschen. So oft kann niemand krank sein. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr 4 Englischstunden. Ronja, schau mal, der Flyer. Hä? Huh? Was für ein Flyer? Den hier. Es gibt einen Modewettbewerb. Was denn für ein Modewettbewerb, hä? Huh? Der wäre doch perfekt für dich. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, sowas wäre eher was für die beliebten Mädchen bei uns in der Schule, nicht für Leute wie dich und mich. Du hast doch so einen tollen Style. Das ist voll lieb von dir, aber ich glaube nicht, dass ich damit einen Wettbewerb gewinnen kann. Außerdem ist es, glaube ich, ein Schönheitswettbewerb. Ich meine, da reicht Mode alleine auch nicht. Aber das wäre deine Chance, beliebt zu werden. Oh, ist schon okay. Ich meine, ich muss nicht super beliebt sein. Wir sind Freunde. Das ist alles, was ich brauche. Komm schon. Okay, gib mal den Flyer her. Ich kann es ja mal durchlesen. Überlegst dir mal. Ich hole uns was zu trinken. Oh, kannst du mir einen Schokomilchshake mitbringen? Oder nee. Kannst du mir einen Vanillelatte mitbringen? Bitte? Okay. Ha, okay. Das ist so eine Art Schönheits- und Modewettbewerb. Es soll wohl ein Thema geben. Und wenn man es durch die Vorauswahl schafft, mit seinen normalen Outfits, dann wird man eingeladen und in dem Brief steht dann das Thema für den Wettbewerb. Eigentlich klingt das ganz cool, aber ich weiß nicht, ob das wirklich was ist. Sonst machen sich die anderen Kinder in der Schule lustig über mich. Vor allem, wenn ich nicht gewinne, wird das richtig peinlich. Ich glaube, ich lasse es lieber. Hier, bitte, Ronja. Oh, danke schön. Ich habe es mir nochmal durchgelesen. Ich glaube, das ist wirklich keine gute Idee. Ganz ehrlich, was ist, wenn ich verliere? Außerdem muss man da vorne eine ganze Mappe hinschicken mit den Styles, die man gut findet von sich selber. Und dann wird man erst in der Vorauswahl genommen. Die würde ich eh niemals schaffen. Aber du könntest es doch versuchen. Ich glaube nicht, dass meine Outfits gut genug sind. Und nee, komm, lass. Na gut, schade. Okay, dann lass uns mal aufgehen zur Schule. Nicht, dass wir noch zu spät kommen zum ersten Tag. Hallo, Mom. Ah, da bist du ja. Wie war die erste Schulwoche? Oh, eigentlich ganz entspannt. Nichts Besonderes, also alles relativ wie immer. Ist halt Schule. Es ist irgendwie viel ausgefallen wie letztes Jahr auch schon. Oh, wie toll. Ja, wir waren öfter mal in dem Café, was jetzt aufgemacht hat, gegenüber. Das ist wirklich nur so 3 Häuser weg von der Schule. Kann sein, dass da mein Taschengeld für draufgegangen ist. Hier ist übrigens ein Brief für dich. Hä? Huh? Was denn für ein Brief? Okay. Ich kenne die Adresse nicht. Keine Ahnung, wer mir geschrieben hat. Da steht was von Modeln. Ja, keine Ahnung, was das soll. Ich lese mal, was drinne steht. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die erste Runde bestanden und wurdest ausgewählt, einer der Kandidaten in unserem diesjährigen Schönheitswettbewerb zu sein. Was? Du hast dich bei einem Modewettbewerb angemeldet? Nein, aber hier steht auf jeden Fall, ich hätte. Oh mein Gott, das war bestimmt meine Freundin. Wie aufregend. Ich glaube nicht, dass das so aufregend ist. Ich glaube nicht, dass ich da überhaupt was gewinnen kann. Was steht denn da noch drin? Okay, hier steht, das Thema dieses Jahr ist Osterzauber. Keine Ahnung, was das heißen soll. Und wir erwarten unsere frühlingshaftesten und inspiriertesten Outfits, die wir machen können. Keine Ahnung. Also ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube nicht, dass ich da mitmachen möchte. Du solltest auf jeden Fall weiter mitmachen. Nein, meine Freundin hat mich da nur zum Spaß angemeldet. Das ist ein Wunder, dass ich überhaupt durch die Vorrunde gekommen bin. Ich habe gehört, die sollen da super streng mit sein. Ach komm schon, das wird toll. Aber ich habe überhaupt gar kein Geld. Ich müsste jetzt einkaufen gehen, neue Outfits kaufen, wahrscheinlich meine Haare machen lassen, irgendeiner Pastellfarbe, damit ich mit dem Osterthema hier d'accord bin. Und ansonsten, mein ganzes Taschengeld ist für Kaffee draufgegangen. Ich habe wirklich nichts. Ich gebe dir was. Okay, aber ich gebe sie auf jeden Fall zurück, wenn ich gewinne. Geh mit Taylor shoppen. Los! Alles klar, Mama. Ich mache mich auf den Weg. Oh, warte, kannst du mich hinfahren? Ja, klar.
So, da wären wir. Da vorne ist schon Taylor. Oh, okay, perfekt. Dann kannst du mich hier absetzen. Dankeschön, Mama. Ich komme allein nach Hause. Ich glaube, Taylor wollte mich eh zurückbringen. Viel Spaß. Bis nachher. Oh, hi, Taylor. Du bist schon da? Oh, Ranja, bist du bereit? Ich schätze, so bereit, wie ich jemals sein werde. Okay, pass auf. Ich habe den Bericht gelesen. Da stand drin, wir brauchen ein Osteroutfit und irgendwas, was halt keine Ahnung, ein bisschen inspiriert ist. Also wahrscheinlich nichts, nur noch 15 Pastellfarbenes. Ich habe schon was rausgesucht. Oha, wirklich? Wie früh warst du denn hier? Sehr früh. Okay, dann zeig mal, was du hast und wir können uns durchprobieren. Ich habe überlegt, ob wir uns vielleicht so Ohren oder sowas holen. Meine Mama hat mir echt viel Geld mitgegeben. Ja, gute Idee. Okay, ich glaube, das ist es nicht. Schau mal, was hältst du von meinem Look? Ich glaube, das ist beides noch nicht super osterhaft. Warte, ich versuche nochmal ein neues Outfit. Was ist mit dem Oberteil hier? Wie findest du das hier? Oh mein Gott, das ist perfekt. Okay, dann auf geht's zum Wettbewerb. Oder warte. Wollen wir uns noch Haare und Nägel machen lassen? Deine Haare. Ich hätte es fast vergessen. Pastell, right? Ja. Okay, dann auf. Okay, perfekt. Einmal, ja. Zack, zack, zack. Und dann färbe ich die um. Okay, ich bin so... Oh mein Gott, warte, du hast deine Mütze mit umgefärbt. Oh nein, die war doch neu. Ich meine, passt sie jetzt gut zu deinen Haaren? Okay. Wir sollen keine Zeit mehr verschwenden. Nicht, dass wir zu spät zum Wettbewerb kommen. Auf geht's. Und jetzt zu unserem nächsten Teilnehmer. Ihr Name ist Ronja, sie ist 15 Jahre alt und sie meinte, ihre Freundin hat sie hier angemeldet. Bitte einen großen Applaus für Ronja. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, ich bin dran. Okay. Kein Ding, mein Outfit ist gut. Taylor meinte, sie mag das auch, meine Haare sind hübsch. Okay, dann raus geht's. Okay, und hallo. Okay, sehr schön. Okay, also ich habe mir bei dem Outfit gedacht, dass ich einmal diese klassischen Pastelltöne von Oster nehme, das vereine mit der Hasenmütze und trotzdem sommerliches Outfit habe, was zeigt, okay, die Temperaturen sind warm, ich habe kurze Sachen an, mir geht's gut, ich habe die fluffy kleinen Ohrringe wie die Schwänze von kleinen Osterhäschen, die so kleine Pommel haben und natürlich ein bisschen, um noch eine Sonnenbrille reinzubringen gegen die Sonne und auch um zu zeigen, dass es schön draußen warm ist, habe ich hier noch eine kleine Sonnenbrille gewählt. Bravo, das klingt gut. Dankeschön, ich hoffe, es gefällt euch. Okay, dann werten wir jetzt mal alle aus. Okay, ich bin schon gespannt auf die Ergebnisse. Bis dann. Jetzt zu den Gewinnern. Auf Platz 1 ist Ronja mit ihrem Osteroutfit. Oh mein Gott, ich wusste doch, dass du das schaffst. Ich kann nicht glauben, dass ich den Wettbewerb gewonnen habe, Taylor. Ich habe komplett gewonnen. Erster Platz. Ich habe hier 2000 Euro Preisgeld gekriegt und ich bin zur nächsten Stufe vom Wettbewerb eingeladen, der in der großen Stadt ist und wir fliegen nach New York. Das ist so toll. Yay. Ich kann es nicht glauben. Der Flieger geht schon nächste Woche. Ich komme mit. Alles klar, ja, du kommst mit, dann kannst du meine Beratung sein. Okay, los geht's, wir müssen packen. Die anderen werden so neidisch sein. Oh mein Gott, ja, stell dir mal vor, die anderen in der Schule, die ganzen beliebten Mädchen, die sich jetzt auch denken, sie hätten hier gerne gewonnen und würden nach New York fliegen. Ich meine, komplett bezahlter Urlaub, wir können da shoppen gehen ohne Ende. Ich freue mich schon so. Ja, ich mich auch. Oh, Taylor ist noch gar nicht da? Oh mein Gott, du bist Ronja, oder? Ja, wir gehen seit der 4. zusammen in eine Schule. Du hast doch den Wettbewerb gewonnen. Oh, das hast du mitgekriegt? Ja, den habe ich tatsächlich gewonnen. Ich bin so neidisch. Okay, danke, schätze ich mal. Aber du hast doch vorher nie mit mir geredet, weil ich nicht zu den, beliebten Mädchen gehört habe. Willst du nach der Schule vielleicht mit uns shoppen gehen? Klar, ich frage Taylor, ob sie Zeit hat und dann können wir alle zusammen gehen, vielleicht. Und uns Modetipps geben? Okay, klar, kann ich machen. Das wäre so cool. Alles klar, ich glaube, Geschichte fängt an. Ich gehe dann schon mal runter. Wir sehen uns. Ciao. Okay, dann bis später. So, das war's mit dieser Folge Roblox Brookhaven. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr nochmal sowas sehen möchtet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Denn es kommen weitere coole Videos. Und ich mache jetzt auch Shorts. Also, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann ich habe euch hier eine Playlist verlinkt ganz oben. Beim i. Könnt ihr die gerne angucken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.